Mein Name ist Julinska und ich mache so Sachen zwischen Comic und Illustration und Kunst. Und ja, ich habe es selber noch nicht so ganz zu Ende definiert. Ich habe eigentlich immer schon gezeichnet, also auch wenn ich nicht hätte sollen, so im Gimmi. Wenn ich hätte sollen Physik lernen, dann habe ich nächtelang gezeichnet und dann am 6 Uhr morgens angefangen zu lernen. Und immer haben mir eigentlich schon die Leute gesagt, ja, mach doch Kunst. Ich habe Bio studiert zuerst. Und ich habe dann wirklich feststellen, dass das Einzige, was ich wirklich gerne mache und wirklich gut kann, ist irgendwelche Viecher unter der Lupe abzeichnen. Und ich habe dann tatsächlich nach einem Jahr dann Biostudium habe ich gesagt, okay, ich gehe in die Kunst. Und ich freue mich darüber, dass es schon eine gute Entscheidung war. Also ich habe eigentlich seit den letzten 10 Jahren sicher einen Jobmix, der auf Kunst basiert. Ich würde sagen, ich tue also etwa eineinhalb Tage in der Woche tue ich Kunst unterrichten, auch digitale Medien unterrichten. Ich tue die restliche Zeit eigentlich im Atelier verbringen und auch so manchmal Sessions organisieren für die Leute. Also es ist wirklich ein Mix, aber auch Kunstunterricht gehört dazu. Ich lasse mich auf eine Arbeit ein, wenn sie mir leicht fällt. Also das heisst, wenn sie mich wirklich reizt. Ich mache nichts, wo ich schon bei der Skizze feststelle, dass ich daran rumknurze. Dann tue ich streichen. Also das geht nicht. Neue Arbeit bedeutet für mich immer, dass ich wirklich auch eine enorme Lust habe, sie umzusetzen. Sonst ist sie nicht. Also sonst denke ich, dass es nicht gut wird. Dann hat es ein bisschen mit dem zu tun. Also das Bild oder die Figur, für was das gedacht ist. Also, ist es etwas Grosses, das im Raum funktionieren sollte, fast wie ein Bühnenbild? Ist es etwas, wo vielleicht sogar draussen muss wetterfest sein? Ist es etwas, wo ganz schön White Cube in einer Galerie soll hängen und sauber aussehen? Oder darf es auch so ein bisschen eine verbrauchte Ästhetik haben, die ich noch recht gerne habe? Also, es kommt ein bisschen darauf an, wo es hinkommt auch. Das ist entscheidend für die Materialwahl. Ich selber finde es am schönsten, wenn ein Subjekt so entsteht, dass es eigentlich aus dem Machen entsteht. Das heisst, ich habe schon einen Plan, ich habe eine Skizze, wie es ungefähr könnte aussehen, aber am schönsten ist es eigentlich, wenn ich es gar nicht muss zu Ende denken und perfekt ausdenken, sondern wenn ich mich auf den Prozess vom Machen einlade und wenn es dann sich so beim Bauen ergibt, dass es eigentlich für mich perfekt ist, dass es stimmt und dass es mich selber auch überrascht. Weil ich nicht gewusst habe, dass es so wird aussehen. Und ich strebe das auch an. Also für mich ist es eine Qualität, wenn sich das so eigentlich aus dem Schaffen heraus ergibt. Ich würde sagen, ich weiß nicht, so Flow. Sagt man dann, wenn man so, glaube ich, so, wenn man so kann abtauchen kann in den Arbeitsprozess und wenn man dann eigentlich auch so ganz ohne Anstrengung zu einem guten Resultat kommt, dann finde ich es gelungen. Das ist eine grosse Freude. Also ich lasse mir Freiraum beim Skizzieren. Das ist etwas, was ich wirklich probiere
den Kopf völlig abzustellen. Ich dann wirklich nur zeichnen, überzeichnen, überzeichnen, zum Teil über 20, 30 Geschichten, bis ich dann ein paar Varianten habe von der Figur, die mir gefallen. Dann nehme ich das und probiere das in ein anderes Material umzusetzen. Und am Schluss gibt es natürlich schon so Momente, wo der Perfektionismus dann kommt, wo ich finde, ah, die Linie, die muss jetzt genau so verlaufen. So, und dann ist es schon vielleicht auch zum Teil ja, wirklich so Fleissarbeit, dass man dann wirklich die Schichtung oder den Strich wirklich so präzise hat. Das ist dann schon so ein bisschen das Ausführen, das ist dann nicht mehr so spontan, sondern da kommt eine gewisse Präzision ins Spiel. Aber es ist ein Mix von beidem und im ersten Moment eigentlich, so im Moment vom Entstehen, ist sehr viel Denken, Abstellen eigentlich gefragt. Also es wartet immer schon Sachen auf einen, wenn man da reinkommt. Das ist eigentlich schön. Also ich schaue ein bisschen um, was gerade so ist, was mich anspringt. Manchmal ist es auch so, dass ich Sachen fertig machen muss auf einen bestimmten Termin für eine Ausstellung oder für ein Projekt. Und dann kommen die natürlich zuerst dran. Aber ich habe immer diverse Projekte eigentlich parallel, wo ich da dran am Arbeiten bin. Und am schönsten ist es, wenn man sich spontan entscheiden kann, wenn man da reinkommt. Ich tue extrem viel skizzieren am Anfang und das ist eigentlich immer mit Kohle, weil ich das gerne habe. Man kann sehr spontan arbeiten. Ich muss auch nicht gümmeln, sondern ich kann nämlich darüber wischen, wenn es nicht stimmt. Und dann einfach immer wieder überzeichnen, bis es dann stimmt. Und dann kann man es mal fixieren. Und dann tuschen. Sehr viel tuschen für dann die schwarzen Striche und weiße Farbe, um dann die wieder rausholen und abdecken und so weiter. Und nachher ist es so ein bisschen. Ja, eigentlich auch ein Mix von Pigmenten. Es sind wahnsinnig viele Pigmente, die da rumstehen. Je nachdem, wie ich vorgehe, sind es irgendwelche selber gemischte Temperafarben. Es sind auch Sprayfarben, wenn ich mich schneller arbeiten oder größere Flächen abdecken. Manchmal Öl und Harz auch für gewisse Effekte, aber es ist eigentlich immer ein Materialmix. Am Anfang, wie gesagt, existiert eigentlich fast alles, was ich mache, existiert als 2D-Skizze. Und es gibt Sachen, wo ich sowohl als auch, also wo ich 2D als Bild umsetze, aber dann gleich noch Lust habe, Skulptur daraus zu machen. Meistens existieren die Sachen mehrfach, also in 2D und in 3D. Es ist ein, ich weiß nicht, also manchmal reizt es mich einfach noch etwas dreidimensional weiterzuentwickeln, weil es dann einfach wirklich noch interessanter wird, wenn man es mehrdimensional anschauen kann. Und weil es einfach auch eine andere Präsenz hat im Raum, als jetzt nur ein Bild. Meine Inspiration, ich habe das Gefühl, ich schöpfe wie so aus einer Ursuppe von ich weiß nicht, Träume oder auch Sachen, die man in alten Kulturen vielleicht schon als Thema in der Kunst hat. Ich finde es extrem inspirierend, also uralte Kunstwerke anzuschauen. Also zum Beispiel irgendwie 1200-jährige Statuen. Das fasziniert mich extrem und ich glaube schon, dass ich dort auch einerseits Sachen wiederentdecke, die ich wie schon intuitiv in meinen Bildern drin habe, entdecke ich dort wieder. Und andererseits, ich hätte total gerne aber so zeichnen. Manchmal finde ich auch Sachen. Also ich habe mich letztes Mal in so einen, ich weiß nicht, Schädel gefunden, irgendwo im Wald. Und dann habe ich gerade meine Figur dazu entwickelt. Und also es ist wirklich vielfältig. Aber ich würde sagen, es ist schon so eine Art Traumwelt, wo auch andere Menschen darauf Zugriff haben. Es ist wie so ein Traum. Ich
gesellschaftlich interessierter und auch politisch interessierter Mensch. Ich würde nicht sagen, dass meine Kunst irgendwie politisch ist, aber ich will schon eine Wirkung erzielen. Also durch das die Sachen, wenn es mir gelingt, wirklich so in mir mit Herz in mir sollten überkommen und fröhlich, die meisten, hoffe ich natürlich schon, dass das wie so auch eine Ausstrahlungskraft in der Gesellschaft hinein, dass, ja, dass das eine Aussage ist. Ich habe eigentlich in den diversesten Räumen ausgestellt, eben von weiss gestrichenen, rechtwinkligen Galerieräumen über Garagen, wo Bars drin sind, irgendwelche ungenutzten Räume, die vielleicht dreckig sind, so in der Erscheinung, die ich sehr gerne habe. Ich habe mein Zeug am Bäumen aufgehängt schon. Also ich weiß nicht, das ist noch offen eigentlich. Und ich tue auch gerne eigentlich immer wieder an neuen Orten in mir ausstellen. Aber ich glaube, es gibt nicht immer einen Raum, wo das Zeug reinpasst. Ich glaube sogar, dass es eben Qualität ist, dass es so bunt ist, vielleicht auch zu bunt schon fast, dass es eigentlich überall kann wirken. Es ist nicht so, dass ich einen bestimmten Raum brauche, damit dann die Sachen funktionieren. Ich tue auch oft für einen bestimmten Raum etwas machen. Also wenn ich schon weiss, es gibt dort und dort eine Ausstellung und der Raum ist so und so, dann kann ich für den Raum etwas konzipieren. Ich würde mal behaupten, dass was mir oft schon passiert ist in Ausstellungen mit anderen Künstlern, dass ich manchmal das Gefühl habe, mein Zeug ist so bunt, dass es manchmal ein Problem ist für die anderen Werke. Und da habe ich selber so ein bisschen, manchmal ein schlechtes Gewissen, dass es einfach so überbunt und schreiend schon fast einem angumpt. Dass es manchmal ein bisschen schwierig zu paaren ist in einem Raum mit anderen Sachen. Aber das ist ja gleichzeitig das, was vielleicht auch auszeichnet, was ich auch schätze und auch mag. Und ich mag es natürlich auch im Werk von anderen Künstlern, wenn es so eine Ausstrahlung hat und eine Strahlkraft und einfach für sich selber steht irgendwie. Ich kann das dann gerne. Aber das muss vielleicht jemand anders stellen, ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja, man kennt, man sieht gerade, dass es von dir ist. Aber ich selber sehe das eben gar nicht so. Ich weiß nicht, an was man das festmachen kann. Jetzt gerade in letzter Zeit, ich tue extrem gerne eigentlich mit der Taina und mit der Elf zusammen irgendwie Sachen machen, weil ich finde einfach, wir haben so die ähnliche Art, Sachen auch zu touchen. Und ich schätze das einfach extrem, weil ja, man macht etwas ab und dann macht man es auch dann und es ist gut, die Energie ist gut. Das ist jetzt das, was wir gerade letztens gemacht haben, darum habe ich das zuvorderst in meiner Erinnerung. Aber eigentlich auch generell, also ich habe ein grosses ein grosser Respekt und eine Begeisterung für eigentlich alle Zeichner.
Also im weitesten Sinn Zeichner, Comiczeichner in mir, Illustratoren, ich weiß es nicht. Also auch ich fühle mich eigentlich immer sehr inspiriert durch all die Leute, die das machen. Und ich hoffe, dass ich auch mit neuen Leuten zusammenarbeite. Also was ich extrem gerne mache, ist auch mit Leuten zusammen Sachen auf die Beine stellen, organisieren. Und ich hoffe, dass sich das weiterzieht. Also, dass ich immer wieder Gelegenheit habe, mit neuen Leuten, die eine ähnliche Energie haben, Sachen auf die Beine stellen, Ausstellungen zu organisieren, vielleicht auch irgendwelche Festivals oder, ich weiß nicht, Buchproduktionen, was auch immer. Ich stelle mir vor, dass es einfach immer weitergeht. Vielleicht auch anders, aber ich will das nicht in mir planen. Also ich sehe mich jetzt nicht, ich strebe jetzt nicht an, dass ich in einem bestimmten Museum ausgestellt werde oder so. Ich hoffe einfach, dass ich einfach die gleiche Energie habe und die gleiche Lust, die Sachen in die Welt zu setzen. So stelle ich mir meine Zukunft vor.